So. Bum, bum, bum. Besser nicht, da scheinen hier alle zu schlafen. Schläft der Gute auch? Niemand antwortet. Ja, okay, da schläft auch der gute Mann. So. Niemand antwortet, okay. Und hier ist auch nichts. Okay, gut. War da noch was? Hier war auch nichts, oder? Ah, da habe ich schon alles ausgekramt. Okay. Hallo? Niemand öffnet. Okay. Ich muss ja auf jeden Fall am Tag wieder zurückkommen. So, jetzt gehen wir in Katzengasse Nummer 5. Ich hoffe, es bleibt noch so lange Nacht. Weil da kann ich nur rein, wenn die verdammte Sonne untergegangen ist. Also wenn es dunkel ist. Wir haben auf jeden Fall den armen toten Hund jetzt bei uns. So, ab in den Hafen. Du Mistkatze, Mann. Ihr habt den armen Hund auf dem Gewissen. Bald kann ich da runter. Bald habe ich meinen Anzug und dann können wir da runter gehen. Schöne Wasser. Ey, wir gehen erstmal in den fliegenden Fisch, du. Die eine gibt uns ja einen aus. Oh, bitte lass noch dunkel sein, wenn ich dann noch... Wo bist du? Ist doch der fliegende Fisch, oder nicht? Oder ist hier unten? Nö. Hier ist sie auch nicht. Okay. Ich bin noch im fliegenden Fisch, oder? Ah, reden wir erstmal mit dem Kerl. Da seid ihr ja wieder. Seht mich an. Die Sieche ist von mir abgefallen. Wir haben den Priester gefunden und ihn zum Dämonenhackbraten verarbeitet. Ich bin euch zu ewigen Dank verpflichtet. Hier, nehmt meine Waffe als Zeichen meiner Dankbarkeit. Ein Kampfstab? Sowas haben wir schon. Das ist kein gewöhnlicher Kampfstab. Er wurde von dem Priester meines Ordens geweiht. Der Abschaum der sieben Höllen wird erzittern und winseln, wenn ihr ihn mit dieser Waffe bearbeitet. Vielen Dank, das ist genau das, was ich brauche. Heiliger Prügel. Ein heiliger Prügel. Geil. Kampfstab der Nacht? Ja, du, der Kampfstab ist stärker. Verstehst? Ich lass mal den. Aber wo ist die andere? Wo ist denn die... Das Mädel? Kannst du mal bitte zur Seite gehen? Danke. Das ist eine An... Ah, da steht sie ja. Total übersehen. Ich bin euch so dankbar. Trinkt so viel ihr wollt. Freibier! Sowohl. Boah, das tut so gut. Freibier ist geil. So, Freunde, ich würde sagen, wir speichern mal kurz hier nochmal ab. Perfekt. Und laufen mal zur Katzengasse Nummer 5 und machen mal das Haus. Wir wissen doch, dass es in der Katzengasse einer der Särge versteckt ist. Warum gehen wir dann nicht endlich dorthin und zerstören das Ding? Ja, das machen wir doch gerade. Lass uns doch eigentlich einfach mal machen. Ja, genau, hier ist Katzengasse Nummer 5. Der Wächter ist weg. Jetzt sollten wir uns die Tür mit dem Dietrich öffnen. Ganz ruhig, ganz langsam und ganz vorsichtig öffnen. Oh mein Gott, guck mal. So, gehen wir mal nach oben erstmal. Pionk, was ist? Sieht auf jeden Fall total unbenutzt aus. Also, Jahre nicht, keine Menschenseele mehr hier gewesen. Genau passend für einen Vampir. Also, hier oben war nichts. Riecht ziemlich modrig da unten. Der Duft des Todes. Oh, da steht einer. Da steht ein Sarg. Und Manfreds Wappen ist drauf. Öffnen. Erde, hervorragend. Im sarapäischen Feuer. Zerstört. Erledigt. So, dann haben wir das geschafft hier. Wunderbar. Ein Haus gab es ja noch, das noch ungeöffnet war. Oder ist. Das ist das Haus hier. Oh, und jetzt geht's auf. Oh, die Musik. Sehr düster. Ist hier was? Ein ekliges Bild. Oh, ein Sarg. Ein leerer Sarg in einem Keller? Na, wenn das nicht mal ein Vampir gehört. Wenn man Sarg zerstört, hat der Vampir keinen Schlafplatz mehr. Bedenkt, unsere Vorräte sind begrenzt. Ihr habt recht. Also wir dürfen das arabische Feuer nicht einfach so verbrauchen, weil wir wissen ja nie, wann wir es gebrauchen können.
Jetzt gehen wir erstmal hoch. Da liegt einer tot. Fuck. Hä? Die Halsschlagader ist völlig zerfetzt. Oh, und die Verantwortliche ist gerade nach Hause gekommen. Sagen wir mal, die Hausbesetzerin, die im Keller jetzt gerade wohnt. Die Untermieterin. Da ist sie ja. Die gute Frau. Hallo. Kriegst auch noch so ein Schwert ins Gesicht als Begrüßung. Einen platzierten Angriff kriegst du von mir. Und das hier, komm. Guck mal hier, wir haben hier ein Stoßgebet. Bäh! Oh, war das schwach. Weil sie ja nicht so stark ist damit. Aber das war gut. Was haben wir da noch? Dieser Blitz, bla bla bla. Mach mal Feuerball, vielleicht funktioniert das besser. Naja, nicht allzu sehr. Malte ist einfach stark. Machen wir nochmal. Düsterheb, das wird halt niemals funktionieren. Wenn nicht reine Finsternis. Wenn er muss. Dann muss es das sein. Es muss Stoßgebiet sein. Kritischer Treffer und erledigt, Alter. 4444 EP erhalten. 1560 Taler gefunden. Magietrank eingesackt. So, die ist nach unten geflüchtet in ihren Sarg, die gute Frau. Da ist sie ja. Da liegt das Weibsbild. Vorwärts, Grandi, schnappt euch euren. Vorwärts, Grandi, schnappt euch euren Hammer und gebt ihr den Rest. Wie wär's, wenn ihr das diesmal übernimmt, Maltur? Ihr habt sicher mehr Erfahrung in diesen Dingen. Übung macht den Meister, Grandi. Da! Verdammt nochmal. Puh, das war jetzt harte Arbeit. Gehen wir mal hoch. Weil wir müssen den Kerl hier noch irgendwie erledigen. Ich weiß, dass er schon tot ist, aber er wurde ja gebissen. Was meint ihr, Grandi? Sarapäisches Feuer? Was sonst? Sonst steht der gute Mann nochmal auf und verbreitet hier nochmal das weiße Fieber. So wie vor 21 Jahren. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen, dass es hier in dieser Stadt ruhig zugeht, okay? Aber warum habe ich hier dieses verdammte... diesen verdammten schwarzen Schlüssel eigentlich. Nö, nö, ich dachte, da wäre was. Weil normalerweise wäre da eigentlich was. Aber es ist diesmal nichts da. Okay. Vielleicht am Tag. Da ist eine kleine Überraschung, was da noch da zu finden ist. Haben wir noch irgendwas, was wir noch machen können? Ich weiß es nicht. Bei Nacht ist alles so trostlos. Wir können noch mal einen Boxkampf starten oder so. Oder hier reingehen. Abgeschlossen. Moment mal. Aha! Bei dem Kerl haben wir geklopft und hat uns rausgeworfen. Das. Na bitte! Passt doch. Na, mal sehen, was der schwarze Priester hier so versteckt hat. Nur ein paar Küchenvorräte. Kaffeetassen und Geschirr. Ein alter Besen. Mal sehen, was in dem Kästchen da oben steckt. 6000 Taler. Die schwarze Kasse. Jo, geil. Hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Hoppla, ein Helm. Das ist ja Amorat. Amorat. Amo, wer? Amorat, der schwarze Helm dort. Ich habe ihn damals in der Schlacht am Rabenstein verloren. Wahrscheinlich haben ihn diese Kerle als Reliquie für irgendwelche finsteren Rituale gebraucht. Schwarzen Helm mitgenommen. Cool. Cool. Das Bett riecht widerlich. Die schwarzen Priester tendieren dazu, mit den Jahren von innen heraus zu verfaulen. Widerlich, Alter. Cool. Aber das erledigt. Balam 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 bam, balam 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 balam. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir gehen noch mal kurz nach Clipping. Und dann schauen wir uns noch mal dort um. Wollen wir kurz auf die Uhr schauen? Wie viel Uhr? Oh.
Schon ein bisschen... Alter, bleib mir bloß vom Leib, du haariges kleines Biest. Was will die bloß von mir? Wahrscheinlich hat sie es auf dem Stinkefisch abgesehen, den du schon die ganze Zeit mit dir herumschleppst. Was war das? Das war Julie! Das kam aus einem kleinen Schatten da drüben. Julie! Beifuß! Oh, was ist das? Oh fuck, Alter. Eine Dämonenkatze. Oh, Julie ist bei uns. Alter, wie viel Energie die hat. Du bist wie du. Platzierter Angriff, du ekliges, dummes Ding und... Liebster, halt erstmal den Hund. Alter. Mein Hund ist wieder da. Cool. Freut mich. Hier, du Monsterkatze, du. Ich sag's ja, ey, greif nur nicht, bloß nicht meinen Hund an. Nehmen wir mal einen platzierten Angriff, kommt besser. Malta macht die Fähigkeit und Libra macht Allheilung. Und mach! Alter, 216. Das ist ein starken Hund, ich habe. Stärker als wir alle zusammen. Weiter, komm, Angriff, Leute. Die Libra macht Heilung. Verdammte Katze! Das wieder raushält, oder? Komm schon. Malta beschwört die Mächte der Finsternis. Das Vieh kann nix. Das Vieh kann nix. Skalabix. Komm, du kriegst hier einen Shockfrost da mal. 65, Leute, ja. Angriff war wieder ziemlich stark. Also, der Schaden. Geil, kritischer Treffer. Die Katze kann noch nicht mehr lange aushalten. Ja, Mann. So läuft das. 4357 EP erhalten. Kann die Stufe 40. Sehr gut. Du Mistvieh. Haha, mein Hund ist wieder da. Julie. Du bist uns bis nach Königsberg gefolgt. Aber sicher doch, ein Hund folgt immer den Leuten, die ihm das Fresschen hinstellen. Ich hab das jetzt mal überhört. Die Süße, schau mal, wie abgemagert sie ist. Wir machen ihr nachher etwas Futter. Zu futtern? Ja, ja klar, Mann. So, es dürfen aber die Katzen auch alle verschwunden sein, guck. Was? Der Hund ist doch bei mir, Mann. Wie denn das? Ist das jetzt gerade ein Fehler? Mach mal kurz erstmal hier den. Ich speichere mal kurz ab hier. Einmal da. Ich glaube, das ist gerade ein Fehler, so irgendwie. Das kann einfach nicht sein, weil Julie ist schon bei uns. Deswegen kann da gar nichts mehr sein. Ja, ja, du mich auch. Es kam aus einem kleinen Schuppen da drüben. Darf ich nicht weitergehen? Danke. Hallo. Geschlossen, okay. Ja. Da ist auch zu. Jemand antwortet, okay. Besser nicht, die scheinen zu schlafen. Okay. Ja, ich glaube, ich muss echt wieder hier am Tag vorbeikommen. Ich glaube, dann ist ein bisschen mehr los hier. Ja, die schlafen auch. Gut, na gut, na gut, na gut. So, gehen wir nach Altenberg. Schauen wir uns da mal da um. Abgeschlossen. Blöd. Was können wir noch so machen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Abgeschlossen. Ja, die sind halt alle am Schlafen jetzt um diese Zeit. Können wir nicht viel machen. Ah ja, klar, okay. Cool, aber der Hund ist bei uns. Dann speichern wir gerade nochmal hier ab. Guck mal hier, Level 50 ist der Hund. Veräppel mich nicht. Gut, ich glaube, ich gehe mal hin und lasse es mal Tag werden. Ich hoffe, ich kann beim Herrn von Junz noch schlafen. Vielleicht quatschen wir mal ganz kurz mit ihm. Hallo. Hallo, Herr von Junz, hallo. Da bist du ja. Eine finstere Geschichte habt ihr da zu Papier gebracht, Herr von Junz. Leider verstehe ich den Zusammenhang nicht. Ist euch nicht aufgefallen, dass die Hexe dem dunklen Gott
ihren Körper zur Verfügung stellen wollte, dafür offensichtlich nicht geeignet war. Ihr Gefaser klang recht wirr. Sie konnte die Seele des dunklen Gottes nicht in sich aufnehmen, weil der Körper dafür bestimmte Voraussetzungen erfüllen muss. Und die wären? Ich habe selbst nicht jede einzelne, einzelne Satz der Prophezeiung begriffen, aber seht doch, geboren unter einem bösen Stern. Die Sonnenfinsternis. Ihr habt es doch begriffen. Außerdem muss der Geber der Gestalt von reinem Herzen sein. So etwas findet man ausgesprochen selten. Die meisten Kreaturen besitzen eine Tendenz zum Guten oder Bösen. Aber ein reines Herz ist selten. Außer bei schwachsinnigen und sehr kleinen Kindern. Und dann die nächste Passage. Eine Missgeburt im Angesicht der ewigen Zeit. Eure Tochter dürfte eigentlich gar nicht existieren. Aber hallo, Herr von Junst, jetzt geht ihr aber ein wenig zu weit. Einfach Missgeburt zu nennen. Das war nicht gegen eure Tochter gerichtet, Herr Grandi. Doch ihre Existenz ist eine Paradoxon. Sie kann gar nicht geboren worden sein, denn es war niemand da, um sie zu gebären. Das stimmt. Dank Wandfrix existieren wir beide ja erst seit kurzem. Aber eure Tochter lebt trotzdem, ein Fehler im Zeitenlauf. Das ist es, worauf in der Prophezeiung angespielt wird. Verstehe ich das recht? Ihr meint, Wandfried braucht unsere Tochter, damit der dunkle Gott in ihren Körper einfahren kann? Genauso ist es. Meine Güte, wir müssen Wandfried finden und ihm das Kind abnehmen. Ich werde währenddessen Nachforschung anstellen, was mit dem Satz gemeint sein könnte. Die Sterne werden richtig stehen. Ihr könnt euer Zimmer behalten, unbehalten, falls ihr ausruhen wollt. Ihr habt erst letzte Nacht ein Auge... Okay. Der gute Herr von Junz wird nachforschen für uns, wann die Sterne richtig stehen. Also, ich denke, wir sind alle müde. Wie wär's mit einem bisschen Schlaf? Ja. Morgengrauen sollten wir aber wieder aus den Federn. Nur tagsüber können wir wirklich ungestört nach den Särgen suchen. Haben wir nicht schon alle? Weiß ich gar nicht. Anscheinend nicht. Anscheinend fehlt noch ein Sarg.